Aufgabe B2.3. Das Dreieck GHF ist die Grundfläche von Pyramiden GHFPN, deren Spitzen PN auf der Strecke SF liegen. Für die Pyramide GHFP1 gilt, FP1 sind 7,5 cm. Zeichnen Sie die Pyramide GHFP1 in das Schrägbild zu 2.1 ein. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke NP1 und das Maß des Winkels FNP1. Zuerst zeichnen wir also die Pyramide GHFP1 ein mit der Grundfläche GHF. So, die Spitze dieser Pyramiden ist der Punkt PN, jetzt in dem Fall P1 mit FP1 gleich 7,5 cm. Verbinden wir noch mit den anderen Eckpunkten. Ergibt dann diese folgende grüne Pyramide. Weiter heißt es, berechnen Sie die Länge der Strecke NP1. Diese Strecke soll also berechnet werden. Schauen wir uns die Zeichnung an. Gibt es irgendwo ein Dreieck, wo die Strecke NP1 drin liegt? Zum Beispiel NFP1. Was ist aus diesem Dreieck alles gegeben? Wir kennen NF mit 5 cm. Wir kennen FP1 aus der Aufgabe. FP1 sind 7,5 cm. Und die Strecke P1N ist gesucht. Zudem kennen wir aber noch diesen Winkel hier. Der Winkel SFN haben wir in Aufgabe 2.1 berechnet mit 57,99 Grad. Also kennen wir eine Strecke, zwei Strecken, die dritte Strecke ist gesucht, außerdem ist ein Winkel bekannt, damit lässt sich dann mit dem Kosinussatz die fehlende Seite berechnen. Also ist NP1 zum Quadrat, weil die Strecke NP1 liegt gegenüber vom Winkel. NF² plus FP1² minus 2 mal NF mal FP1 mal Cosinus des Winkels. So, setzen wir die Zahlen ein. NF waren 5 cm. FPN, in dem Fall FP1, sind 7,5 cm. Minus 2 mal 5 cm mal 7,5 cm mal Cosinus des Winkels, also Cosinus von 57,99 Grad. Wenn ich jetzt die Strecke NP1 berechnen will, brauche ich daraus also noch die Wurzel. Und ich weiß, die Strecke NP1 ist ja die Länge der Strecke, das heißt, die wird in Zentimetern angegeben. Es reicht also, wenn ich einmal hinter die Wurzel Zentimeter schreibe und unter die Wurzel nur die Maßzahlen schreibe. 5² plus 7,5² minus 2 mal 5 mal 7,5 mal Cosinus von 57,99 und die Strecke ist so viel Zentimeter lang. Das kann man uns einfach in den Taschenrechner eingeben
und erhält dann eine Länge von ungefähr 6,44 cm. Jetzt ist noch der Winkel FNP1 zu berechnen. Das hier ist noch der rechte Winkel, also nicht der gesuchte, sondern den, den wir suchen, geht wirklich von der Strecke P, also von F über N nach P1, also genau dieser hier, nur bis zur Strecke NP1. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten, den zu berechnen. Wir kennen in diesem Dreieck FNP1 nun sämtliche drei Seitenlängen und zusätzlich diesen Winkel hier. Also könnten wir theoretisch den Kosinussatz ansetzen oder aber auch den Sinussatz. Der würde zum Beispiel besagen, Sinus des gesuchten Winkels, in diesem Fall also FNP1, verhält sich zur gegenüberliegenden Strecke, das wäre die FP1 mit 7,5 cm, wie der Sinus eines anderen bekannten Winkels. Gut, das ist nur der bekannt. Also Sinus von 57,99 Grad zur Länge der gegenüberliegenden Seite. Das ist die NP1. Haben wir gerade berechnet mit 6,44 cm. Das ließe sich jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Solvers berechnen. Oder wir formen so um und benutzen dann den Sinus hoch minus 1. Also Sinus von Fn P1 ist gleich Sinus von 57,99 Grad geteilt durch die 6,44 cm mal 7,5 cm. Und mit Sinus hoch minus 1 erhalten wir dann FNP1. Der Winkel FNP1 ist gleich, ist ungefähr 80,94 Grad. Sollte man jetzt den Kosinussatz ansetzen, kann es durchaus sein, dass es in den Dezimalen etwas abweicht, ist aber vollkommen in Ordnung.